Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite heute mit Seite 274. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir nichts für die Zukunft zu befürchten haben, es sei denn, dass wir vergessen, wie du uns in der Vergangenheit geführt hast. Herr, schenke uns ein Interesse an unserer eigenen Geschichte, die Geschichte. Des Volkes Gottes durch all die Jahrhunderte, damit wir sehen, wie du sie geführt hast, damit wir aus ihren Fehlern lernen, aus ihren Siegen Ermutigung bekommen für alles das, was heute an diesem Tag vor uns liegt. Herr, wir möchten dich bitten, dass du, der lebendige Gott, durch deinen Geist jetzt zu uns sprichst. Durch dein Wort. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Richter. Kapitel 3. Es geht darum gerade, dass Gott eine Reihe von Völkern in Kana nicht schnell vertrieb, damit auch die nächste Generation erfahren würde, was es heißt, sie auf Gott sich verlassen zu müssen im Kampf gegen andere Völker. Wir lesen den Vers 4 und sie dienten dazu, dass Israel durch sie geprüft wurde, damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Pheresitern, Hewiden und Jebusitern wohnten, dann nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Genau dasselbe Problem, was knapp 1000 Jahre zuvor die Gottessöhne, na über 1000 Jahre zuvor sogar, die Gottessöhne vor der Sinnflut gemacht haben, als sich die Gläubigen mit den Ungläubigen vermischten und so irgendwann die ganze Welt von Frevel erfüllt war, so sehr, dass nach einiger Zeit Gott die Sinnflut bringen musste. Wir sehen, dass bestimmte Prinzipien immer und immer wieder auftauchen in der Bibel. Der Satan arbeitet nach denselben Prinzipien. Auch dies ist nicht die letzte Geschichte, wo eine solche Vermischung von Gläubigen und Ungläubigen schlimme Katastrophen heraufbeschwört wird. Es wird uns immer und immer wieder noch in den folgenden Monaten und Jahren begegnen, wenn wir äh, gemeinsam uns durch die Bibel hindurch studieren. Noch bis in die heutige Zeit sehen wir, dass dieses Problem der misch und der Verbindung von Gläubigen und Ungläubigen ein großes Problem ist für den Fortschritt des Werkes Gottes. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und Ascheren. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand Kuschan Rishatayims, des Königs von Aram Naharaim. Und die Kinder Israels dienten dem Kuschan Rishatayim acht Jahre lang. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und der Herr erweckte den Kindern Israels einen Retter, der sie befreite, Odniel, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders Kalebs. Und der Geist des Herrn kam über ihn. Und errichtete Israel und zog aus zum Kampf. Und der Herr gab Kushan Rishatayim, den König von Aram naharaim in seine Hand, so sodass seine Hand über Kuschan Rishatayim mächtig wurde. Da kam dieser Feind. Aus dem Norden, aus dem heutigen Nordsyrien vermutlich, Nordostsyrien, aus dem Gebiet des Oberen Euphrat in Nordmesopotamien und kämpfte gegen die Israeliten und, und unterdrückte sie. Und Gott gab seinen Geist auf einen Mann. Und hier sehen wir ein interessantes Prinzip. Gott rettet, indem er seinen Geist sendet. Hier war ein Retter, der vom Geist Gottes erfüllt war und so das Volk in die Freiheit führte. Das Ganze war und ist ein Vorbild, auf den Retter schlechten, auf dem der Geist ruhen sollte, wie in Jesaja 42 steht, in Jesaja 61 und wie sich dann in Lukas 3. Und Lukas 4 sich deutlich erfüllt. Ihr könnt dort die Verse finden, die zeigen, wie Jesus der Retter ist, der vom Heiligen Geist gesalbt, das Volk in die Freiheit führt. Nämlich alle Menschen, die an ihn glauben und seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Da hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Und die Kinder Israels. Taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Das stärkte der Herr Eglon, den König der Moabiter, gegen Israel, weil sie taten, was in den Augen des Herrn böse war. Und er sammelte um sich die Ammoniter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein. Diesmal waren es mehr Feinde von Osten und Südosten und Süden. Und sie äh, erobern sogar jetzt nicht nur Gebiete im Ostjordanland, sondern sogar bis nach Jericho hier. Und die Kinder Israels dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre lang. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, der linkshändig war. Und die Kinder Israels sandten durch ihn den Tribut an Eglon, den König von Moab. Da machte sich Ehud ein zweischneidiges Schwert, eine Spanne lang, und gürtete es unter seinem Gewand an seine rechte Hüfte, dort wo man ihn nicht kontrollieren würde. Und er überbrachte Eklon, dem König von Moab, den Tribut. Eklon aber war ein sehr fetter Mann. Als er nun die Überreichung des Tributs vollzogen hatte, ließ er die Leute gehen, die den Tribut getragen hatten. Er selbst aber kehrte um bei den Götzenbildern von Gilgal und sprach zu dem König: Ich habe dir, König, etwas Geheimes zu sagen. Er aber sprach Schweig, und alle, die um ihn herstanden, gingen von ihm hinaus. Da kam Ehud zu ihm hinein er aber saß in seinem kühlen obergemach das für ihn allein bestimmt war und ehud sprach ein wort gottes habe ich an dich da stand er von seinem thron auf ehud aber griff mit seiner linken hand zu nahm das schwert von seiner rechten hüfte und stieß es ihm in den bauch und es fuhr auch der griff der klinge hinein und das fett schloss sich um die klinge denn er zog das schwert nicht aus seinem bauch so daß es ihm hinten hinausging danach ging ehud hinaus in den vorsaal und schloss die tür des Obergemachs hinter sich zu und verriegelte sie. Als er nun hinausgegangen war, kamen die Diener. Als sie aber sahen, dass die Türe des Obergemachs verschlossen war, sprachen sie: Gewiss, bedeckt er seine Füße in dem kühlen Gemach. Und sie warteten so lange, bis sie sich dessen schämten. Und siehe, niemand machte die Türe des Obergemachs auf. Dann nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Und siehe, da lag ihr Herr tot auf dem Boden. Ehud aber war entkommen, während sie so zögerten und ging an den Götzen vorüber. Und entkam nach sie ihrer. Lasst uns gemeinsam beten, lieber Vater im Himmel, bitte bewahre uns davor, dass wir falsche Allianzen, falsche Kompromisse, falsche Bündnisse eingehen mit der Welt. Bewahre uns davor, dass wir den Fehler machen, die Israeliten in dieser Zeit, den Fehler, den die Menschen vor der Sintflut gemacht haben, gibt, dass wir uns sehr deutlich bewusst machen, wie wir leben sollen im Alltag und dass wir unter keinen Umständen Kompromisse mit der Sünde machen. Herr, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.